Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warship Spieler und heute spielen wir das Szenario Narei. Ich habe es schon mehrfach versucht zu spielen, aber bisher bin ich immer kläglich gescheitert. Ja, unsere Mission ist einfach hier in die Wasserzone zu kommen und Truppen abzusetzen. Meistens, also entweder müssen wir alle Truppen absetzen oder wir müssen alle gegnerischen Verbände zerstören. Und beides habe ich bisher noch nicht geschafft. Wir werden zwischendurch immer torpediert. Und das Problem ist, die Schiffe hier, die fahren immer automatisch. Ja. Sie fahren immer automatisch geradeaus, egal ob der Feind das Torpedo kommt, das ist egal. So, man muss selber versuchen, dann vielleicht in die Torpedos reinzufahren, damit halt diese Fahrzeuge, Truppentransporter oder unser Chefreparaturschiff, was auch nicht untergehen darf, dass es die halt nicht erwischt. Gleich kommen von rechts hier schon, ich glaube, Kreuzer, Schlachtschiff und Zerstörer. Oder auch nicht. Kann doch variabel sein. Nee, kommt von links. Nebenbei haben wir diese Verteidigungsposition, die auch zerstört werden wollen. Den habe ich getroffen. Der ist schon Geschichte. Noch eins. Oh. Oh. Schon fast ein Torpedoreichweite. Falls es so weit kommt, kommt es natürlich nicht. Hätte ich die Torpedos doch nochmal aufsparen sollen. Leichten Lack abgeprellt haben wir noch. Und das ist auch eine Farbe, sehe ich auch gerade wieder. Vom Neujahr 2017 Event. Ich habe keine Ahnung, was es damals für ein Event gab. Ach ja, Flugzeugträger Curry King nenne ich den. Den müssen wir auch noch zerstören. Den Curry King. Ich habe es nie gegessen. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich irgendwas mit Currywurst. Aber Curry King. Wenn ihr das spielt, passt auf das Schiff Mississippi auf. Das heißt auch, hat es einen Unternamen Little Trouble. Im Nahkampf hat es mich bisher immer zerfickt. Jedes Mal. Und nichts getroffen. Fantastisch. Wird zu hoch gezielt. Haben wir noch Torpedos? Torpedos, Torpedos, raus! Alles raus, was keine Miete hat. Na, schon wieder zu spät. Jetzt haben wir schon leichte Blessuren. Der Lack ist schon fast ab. So, hier der auf kürzere Distanz. Die waren gut. Die waren gut. Da muss ich mal ein bisschen gegensteuern, nicht, dass ich dann gleich meine eigenen Fahrzeuge ramme. Dreh dich. Und nebenbei verpacken. So mag ich das. So, Jungs, nachladen. Wir wollen dieses komische Schiff zerstören. Ist zerstört. Dann das dahintere. Ach, am Felsen kleben geblieben. Oh, wir können die ausbremsen. Cool. Also sie reagieren auf uns. Das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Das heißt, wenn Torpedos kommen, einfach vorstellen, dann müssen die wohl abbremsen. Ja, komm, ich kassiere. Ich kassiere. Scheiße, gehen durch. Gehen durch. Treffen keinen. Treffen bitte keinen. Mal reparieren. Boah, Flax zerstört alles hier. Oh, der geht auch zu uns. Scheiße.
ein bisschen Gas geben. Wir halten den ganzen Betrieb hier auf. Rechts sind andere Truppentransporter. Achso, Begleitschiff. Kommunikation, Nachttanker. Müssen auf jeden Fall auch zerstört werden. Vielleicht ist es gar nicht dumm, sie so ein bisschen zu stoppen. Ich nehme mich mal wieder so einen Weg. Weil die kommen mir doch schon wieder zu nah hier. Und da hinten ist die Missouri. Die Missouri. Die müssen wir auf jeden Fall killen. Auch wenn ich normalerweise auf den Zerstörer gehen würde. Aber das Schiff kotzt mich mehr an. Wir haben unseren ersten Kameraden verloren. Ich versuche die auszubremsen. Wir haben bisher nichts versenkt. Sehr schlecht. Meinerseits. Boah, der kommt in die Deckung. Der kommt. Scheiße. Shit. Der ist in Deckung. Ah, die fahren weiter, diese Horsts. Oh nein, ich habe Torpedos geschossen. Hoffentlich sind die schneller als die Leute. Weil die Missouri ist noch komplett heile, ey. Ich weiß, wir sind gleich tot. Definitiv. Wenn es kein Torpedo trifft, sind wir tot. Alter, ich weiß nicht, wie sie gestorben ist, sie ist tot. Da kommt mehr Torpedos. Oh, 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 oh. Alter. Ah, unser Führungsschiff hat einen drauf gekriegt. Es lebt aber noch. Alte Scheiße. Das war noch nicht alles. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. So, jetzt trennen sich nämlich diese schönen Versorgungsschiffe um diese Insel. Total toll. Hier links, rechts und da lang. Und natürlich kommen von links und rechts Feinde. So, ich werde jetzt einfach hier mal links vorfahren und in diesen Hafen ran. Hier bleibt unser Versorgungsschiff stehen. Und ich hoffe, dass wir da... Ja, die Liberty fährt vor. Die Truppentransporter fahren vor. Diese doofen Truppentransporter. Die müssen wir jetzt auch beschützen. Und unser Hauptreparaturschiff hat, glaube ich, schon einen abgekriegt. Ne? Das war, glaube ich, doch. Die repariert sich auch. Okay. Dann denke ich mal, wenn die Truppentransporter auch repariert. Curry King lebt auch noch. Der Flugzeugträger. Torpedos haben wir im Visier. Und ich glaube, egal was da gleich kommt, Dallas. Ah, die fliegt schon ab. Ja, komm, rauf da. Ah, die Dallas ist quer. Ist doof. Ja, wir brennen. Das brennt. Ja, einen kriegen wir mindestens. Ja, einen kriegen wir auf jeden Fall. Scheiße. Problem gelöst.
Ja, die sind... An die Lexington kommen wir nicht ran, ne? Denkst du, was ich gerade decke? So, kommen wir nicht ran. Dann versuchen wir das da zu killen. Den Hintern weiter rum. Ach, da habe ich das übersehen. Scheiße. Aber das hört sich nicht gut an. Bremsen, 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 bremsen. Weiterfahren, 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 weiterfahren. Ist tot. Oh, von hinten jetzt. Scheiße, ich weiß gar nicht, worauf ich schießen soll. Wir haben es aufgeklärt und das gefällt mir auch nicht. Oh, da kommt noch mehr. Gut, ist weg. Nächster. Gut, die Truppentransporter sind dran. Da angekommen. Ey, sei geilo. Müssen wir nur entladen, glaube ich, ne? So, jetzt müssen wir uns aber langsam mal verpieseln hier. Wird mir hier langsam zu viel. Ah ja, Feuer, wir brennen. Scheiße, ich weiß gar nicht, worauf ich zielen soll. Es ist gerade echt zu viel. Torpedos, scheiße. Das ist die Liberty. Das war die Liberty. Besatzung bestimmt 1000 Mann oder so. Weg. Oben seht ihr die Leiste. Es sind erst 195 Leute an Bord gekommen. An Land, meine ich. Es ist so fies, diese Mission. So, auf diesen scheiß Flugzeugträger. Nicht das. Brennen. Wir müssen es langsam reparieren. Sonst leben wir auch nicht mehr lang. Ist das der Curry King? Nee, es ist der Ranger. Alter, fast 700 Leute, die wir auf Land haben. Jetzt haben wir 700. 1,4 brauchen wir. 1,4. Da hinten links sieht es gut aus. Scheiße. Ist auf jeden Fall weg. Ich glaube, wir haben noch kein Schiff versenkt. Ist mir aber sowas von Grumpe. Hauptsache, wir schaffen diese Mission. Ist mir sowas von scheißegal. Überhaupt eine Queen Elizabeth, ein Iron Duke. Ja, sicher. Ich glaube, wir brauchen uns schon langsam gar nicht mehr bewegen. Ah, repariert werden wir nicht mehr, oder was? Doch. Ich fahre noch ein Stück vor. Die sollen auf mich schießen. Hallo, bitte auf mich feuern.
So, jetzt bremsen. Bremsen, stopp, stopp, voll Maschinen zurück. Boah, diese Queen, ey, die macht mich fertig. Sekundärbatterie bei 5,3, okay. Jo, der ist auch weg. Und die anderen Torpedos push. Ich stelle mich einfach davor. Das Schiff muss am Leben bleiben. So, 1-7. Wir haben es geschafft. Sekundärmäßig zumindest. Und das andere Schiff ist dahinter. Holla die Weide. Ah, unser Ranger lebt auch noch. Ist das ein Spieler oder was? Ja. Perfekt. Stopp. Brennen, was immer du bist, ist mir schwump. Naja, der fährt immer noch nicht weiter. Hängt der? Ach komm, ob hier das drauf ist, doch scheißegal. Nee, kommt nichts an, schade. Oh, Backe. Jetzt sind wir weg, jetzt sind wir weg. Scheiße. Ist egal. Ist egal. 2000 Mann schaffen wir nicht mehr. Die Truppentransporter haben alles abgelassen. Aber ich habe mein Hauptschiff verteidigt. Das Führungsschiff. Hat jetzt ein bisschen Torpedo-Schutz. Ja, leider verreckt. Ich weiß, was er macht, habe ich keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich keine Flugzeuge mehr. Hat wahrscheinlich noch Geschütze. Ein paar Nahkampfgeschütze. Das verstehe ich nicht, was er macht. Er will rammen. Er will rammen. Jawohl. Ranger. Zack. Gucken, wie viel Damage er macht. Ja. Unternehmen abgeschlossen. Die Wasserzone wurde vom gegnerischen Schiffen gesäubert. Der Flugzeugträger rammt. Geil. Das war geil. Das war ein Finale. Sagenhaft. Sagenhaft, und ich schreie schon wieder durch die Wohnung, ist mir Wumpe. Wir haben komplett 5 Sterne. 5 fucking Sterne. Alles geschafft. Geil. Ich habe dieses bestimmt schon 5-6 Mal versucht. Und jetzt haben wir es geschafft. Sagenhaft, geil. Coole Mission, cooles Team. Sagenhaft geschafft. Geil. Ey, wenn das kein Abo wert ist, ja? Das war eine verdammt gute Runde. Und der Typ, der den Flugzeugträger gefahren ist, super Runde gemacht. Wir waren eher Mittelmaß, würde ich sagen. Wir haben uns aufgeopfert. Ja gut, es ist immer noch diese Aktion. Haie gegen Falken oder sowas. Haben da auch Punkte gemacht. Ist mir Wurst. Haben leider kein Schiff versenkt. Das haben wir zerstört. Das sind so Festungen, die wir zerstört haben. Küstenanlagen. Ja, drauf geschissen. Eine Zitadelle haben wir getroffen. Von den Punkten her, bei diesem Szenario möchte ich doch gern eher über 100.000 Punkte haben. Oh, ich habe mir vielleicht eine Nebenquest erfüllt. Weil ich habe die ganzen Aufträge, es gibt diese Aufträge und ich hänge immer noch bei dem ersten, weil die von den ersten Auftragsreihe gibt es die letzten, du musst 500 freie Erfahrungspunkte erspielen. Und jetzt habe ich denen halt diese Neujahrsmarkierung gegeben und noch eine Flagge, irgendeine seltene, keine Ahnung, dass du halt mehr freie EP kriegst. Damit ich endlich mal über 500 freie EP kriege und da mal weitermachen kann. Na egal. Wir haben es geschafft. Sieg. War eine coole Mission. Cooles Szenario. Ich kannte es noch nicht. Kann sein, dass das Szenario neu ist. Ich weiß es nicht. Ihr müsst es auf jeden Fall spielen. Es ist geiler Shit. Geiler Shit. Oh, ich habe voll einen trockenen Mund.
ich muss jetzt etwas trinken. Ich glaube, ich mache mir jetzt ein Bierchen auf. Und diesmal gönne ich mir schön ein dunkles Weizen. Gut, wenn es euch gefallen hat, es hat euch gefallen bestimmt, lasst ein Abo da, ein Like. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.